Es ist Neujahr. Nach den Einschränkungen der letzten Jahre lassen es einige so richtig krachen. Leider kommt es dabei auch zur Behinderung von Feuerwehr und Polizei. Es kam auch dazu, dass Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe der Einsatzkräfte gezündet worden sind. Schlimmer noch in Berlin. Das sorgt für die erste Debatte des Jahres. Das ist eine sehr ermüdende Debatte. Jedes Jahr im Januar erleben wir nach den Silvesterkrawallen eine ganz, ganz große politische Empörung. Jedes Jahr im Februar ist die dann meist wieder vergessen. Worum ging's noch gleich? Ach, sprechen wir übers Wetter. Das ist sehr mild. Sogar in den Vogesen ist erstmal kaum Schnee zu sehen. Ich sehe kaum was, mein Kameramann sieht kaum was. Und beim Neujahrsschwimmen am Itzenplitzer Weiher hat man schon länger kein Eisschwimmen mehr gesehen. Die Wassertemperatur um die 10 Grad. Nur für Weicheier zu kalt. Einmalig, großartig. Als Prinz rennen, als Prinzessin raus. Der König der Saarsportler war im Januar aber eindeutig. Gaga. Gabriel Clemens. Auch wenn der Traum vom WM-Sieg im Halbfinale platzt, die saarländischen Fans feiern ihn. Kann ja nicht immer alles klappen. Eigentlich wollten wir uns die Gagalaktische nennen. Aber beim Druck war das K weg gewesen. Und dann waren wir die Gagalatische. Auch etwas Gaga. Darts XXL. Ich habe mit meinem Weihnachtsbaum zu Hause geübt. Das zahlt sich aus. Die Saarländerin Margret Klein-Raber verteidigt ihren Weltmeistertitel im Tannenbaumwurf. Auch sonst wird so einiges weggeworfen. Altreifen auf dem Liesdorfer Berg. Eine tote Hornviper, die in Landsweiler Reden für einen Großeinsatz sorgt. Oder Verpackungsmüll. Eine EU-Richtlinie will den reduzieren. Die Gastronomie soll Mehrwegverpackungen zum Mitnehmen anbieten. Doch noch Monate später stockt die Umsetzung. Was soll's? Einfach auf die Müllkippe und Erde drauf. Keiner sieht's. Ich sehe kaum was. Bis es, wie zwischen St. Ingbert und Sulzbach, nach Jahrzehnten wieder ans Licht kommt. Es ist halt interessant zu sehen, was man so findet. Noch mehr zu sehen gibt's beim Max-Ophüls-Festival. Endlich wieder volle Kinosäle und glückliche Preisträger vor Ort. Im ländlichen Raum sehen die Menschen vor allem ausgedünnte Infrastruktur. Im Saarpfalz-Kreis schließen Sparkassenfilialen. Verärgert, sauer. Kunden nutzen auch immer weniger unsere Geldautomaten. Hinzu kommt, dass wir verstärkt Probleme haben mit Sprengungen von Geldautomaten. So geschehen in Neunkirchen-Fuhrpach. Es wird nicht die letzte in diesem Jahr. Explosion und Schusswechsel bei einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis. Die Täter erbeuten 2 Millionen Euro, fliehen nach Frankreich. Die französische Polizei nimmt 10 Tatverdächtige fest. Soziale Sprengkraft hat die Inflation. Sie liegt am Jahresanfang bei 8,7%. Man staunt manchmal, wenn man das Geld dann an die Kasse abgegeben hat, was man dafür in der Tasche hat. Ist weniger geworden, viel weniger. Weniger geworden ist mit der Klimaerwärmung auch der Schnee. Ich sehe kaum was. Gegen Monatsende gibt es doch noch welchen. Und der konnte sich echt sehen lassen. Im Februar wird der Winter vertrieben und es erscheint ein Licht am Horizont. Die weltweit größte Halbleiterfabrik für Computerchip-Rohlinge. Das Unternehmen Wolfspeed will sie auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks in Ensdorf bauen. Diese Ansiedlung schlägt ein neues Kapitel in der Wirtschaftsgeschichte dieses Landes auf. Der Bundeskanzler kommt persönlich ins Saarland mit Förderzusagen. Denn Experten erwarten, dass die Nachfrage nach Chips für E-Autos enorm steigen wird. Die neue Chipfabrik wird auch einen deutlichen Beitrag dafür leisten, dass unsere europäische Industrie verlässlich mit Halbleitern versorgt wird. Bis zu 1000 neue Jobs sollen entstehen. Doch nicht alle lassen sich von der Euphorie mitreißen. Was der Ami macht, da bin ich immer skeptisch. Skepsis ist auch angebracht bei der Touristikidee zum Valentinstag.
Ein Wanderweg in Herzform. Da gibt's doch Romantischeres. Ja, wir gucken heute Abend die Bayern auf der Couch, ja. Die Freundin wollt's tatsächlich. Das Wetter ist perfekt für Frühlingsgefühle und die Gelegenheit günstig. Fasend ohne Corona-Auflagen. Meine Hobbys sind Pilze sammeln und kochen. Und ich suche auf diesem Weg einen Mann. Ja, die Menschen zieht es wieder nach draußen. Auch die letzte Generation. Zu Aktionen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Aktionen auch an der Uni. Zur Unterstützung armer Studenten, die auf 200 Euro Energiepauschale vom Bund warten, werden Care-Pakete gepackt. Aktuell durch die Krise bedingt, inflationsbedingt, Mieterhöhungen, Nebenkostenerhöhungen, geht es denen ziemlich schlecht. Winterhilfsaktionen gibt es auch vom Land. In über 90 ganz unterschiedlichen Einrichtungen werden mit Hilfe von Ehrenamtlichen warme Mahlzeiten gekocht und ausgegeben. Das gehört zur Wahrheit, dass dieser Krieg auch Armut bei uns im Land fördert und hervorruft. Ein Jahr ist vergangen seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Inzwischen leben 14.000 Ukrainer im Saarland. Dann brauchen plötzlich auch die Türkei und Syrien Hilfe. Nach dem Jahrhundert-Erdbeben mit über 56.000 Toten. Im Saarland lebende Landsleute organisieren Hilfe in privaten Sammelstellen. Helfer vom Technischen Hilfswerk fliegen ins Katastrophengebiet. Dort können sie zwei Menschen retten und sehen viel Leid. Unterdessen wird seelisches Leid vor dem Saarbrücker Landgericht verhandelt. Der ehemalige Freisener Pfarrer Ottmar M. wird schuldig gesprochen, 1997 im Pfarrhaus einen damals 14-jährigen Messdiener intim berührt zu haben. Der 69-Jährige wird wegen sexueller Nötigung zu einem Jahr und 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Glück auf, Glück auf. März. Das Steigerlied wird Weltkulturerbe. Eine große Ehre für die heimliche Hymne des Saarlandes. Denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht und saufen Schnaps und saufen Schnaps. Das kann zum Absturz führen. So geschehen bei einer Kirchenglocke in Heusweiler. Und noch ein Absturz. Galeria Karstadt Kaufhof ist insolvent. Auch die Filiale in Saarbrücken soll dicht machen. Rund 80 Beschäftigte sind betroffen. Trauer, Verzweiflung teilweise. Es ist für uns eine ganz schwierige Situation. Dann anscheinend Glück im Unglück. Die Modekette Aachener will übernehmen. Doch im November muss auch Aachener Insolvenz anmelden. Ungewiss, wie es weitergeht. Vor den Kaufhäusern ist gerade mehr los als drinnen. Warnstreiks im öffentlichen Dienst erreichen schließlich die größte Tariferhöhung seit Jahrzehnten. Die Beschäftigten sind sauer. Viele Leute wissen da nicht, wie sie ihre Energie- und Lebenshaltungskosten bezahlen können. Gerade solche Leute trifft Frank-Walter Steinmeier, der seinen Amtssitz 3 Tage nach Völklingen verlegt. In der Ortszeit Deutschland will der Bundespräsident wissen, vor welchen Herausforderungen der strukturschwache Ort steht. Viele, viele Eindrücke, Stoff zum Nachdenken, Dankbarkeit, wie ich eben gesagt habe, für die Gastfreundschaft, die ich hier erlebt habe. Herr Steinmeier, komm, hinten die Tür, ich gebe Ihnen ein Haus. Ja, gerne, wir haben gerade erst, danke. Es geht fix, fast zu fix für die Ministerpräsidentin, zum größten Arbeitgeber der Stadt, Saarstahl. Ab 2027 soll hier Stahl klimaneutral mit Wasserstoffenergie erzeugt werden. Es braucht gewaltige Investitionen und Fördermittel für diese Transformation. Zusätzlich belastend die enormen Energiekosten. Die Forderung, ein günstiger Industriestrompreis. Die Auftragssituation ist im Moment etwas rückgängig, hängt alles mit der aktuellen Situation in der Rest der Welt zusammen. Auch die Strompreise hängen damit zusammen.
Für Bürger und kleine Unternehmen wird die Energiekrise nun abgefedert. Die Energiepreisbremse für Strom, Gas und Fernwärme tritt bundesweit in Kraft. Die Bundesregierung hat dafür bis zu 200 Milliarden Euro bereitgestellt. Wegen der hohen Heizkosten hat auch die Nachfrage nach Holz extrem zugenommen. Jetzt ist es halt so, dass die Nachfrage das Angebot fast ums Doppelte bei mir übersteigt. Gleichzeitig mussten die Einschlagmengen reduziert werden. Die Trockenheit der letzten Jahre hat den Wäldern zugesetzt, selbst den robusten Buchen. Wenn die Baumart, die das Saarland prägt, Probleme bekommt im Klimawandel, dann kann es auch ein Förster wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Dann steht am Ende vielleicht ein böses Erwachen. Man wacht aus dem Winterschlaf. Denn nun ist er offiziell da. Der Frühling. Der April ist so regnerisch wie seit 15 Jahren nicht. Doch am Losheimer Stausee wird kräftig in die touristische Infrastruktur investiert. Wir werden auch Workation anbieten. Also Workation ist so ein Kunstwort von Working and Vacation. Also Arbeiten und Urlaub. Oh leck, im Urlaub arbeiten? Was da wohl noch so kommt? Ein Souvenir. Das ist ein Kunstwort aus Saarland und Souvenir. Das sollte was sein, was das Saarland symbolisiert, was einen Wiedererkennungseffekt hat. Eine Wurst. Liona und ja, nee, also fehlt noch die Flasche Maggi. Und Schnaps, um die Kosten von 230.000 Euro zu verdauen. Zum großen Teil bezahlt aus dem Corona-Sondervermögen. Aber es wurde ja woanders gespart, etwa durch die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung. Die läuft aus. Die Wahrzeichen des Landes leuchten wieder. Die Saarbrücker Bilanz, 20% weniger Verbrauch, allerdings fast ausschließlich durch Maßnahmen beim Heizen. Die Abschaltung der Beleuchtung der öffentlichen Gebäude war eine gute Maßnahme, aber sie hatte zugegebenermaßen symbolischen Charakter. Woanders gehen die Lichter für immer aus. Die letzten deutschen Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Und der Entwurf des Heizungsgesetzes wird publik. Die Idee, ab kommendem Jahr neue Heizungen großteils mit erneuerbaren Energien zu betreiben, verunsichert viele. Ich werde jetzt auch schnellstmöglich noch mal eine neue Ölheizung dort einbauen, um das Ganze zu vermeiden, nächstes Jahr dann noch höhere Kosten zu haben als jetzt. Andererseits steigt die Nachfrage nach Wärmepumpen. Das macht Probleme wegen langer Lieferzeiten. Probleme auch rund um die Saarbrücker Fußgängerzone. Die wird erweitert. Die Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt zwei Ratsmitglieder der Partei, vor der Abstimmung 800 Euro kassiert zu haben. Von Martin Welker, abberufenem Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft GIU. Der gibt an, die Geschichte erfunden zu haben. Er habe sich rächen wollen für satirische Artikel. Das ist eine Aktion, mit denen er sich in erster Linie, aber natürlich auch dem Stadtrat und der Glaubwürdigkeit der Politik keinen Gefallen getan hat. Zur Glaubwürdigkeit der Kirche. Im Haus des verstorbenen Friedrichsthaler Priesters Edmund Dillinger werden über 1000 Dias mit sexuellen Inhalten gefunden. Skandalös. Offenbar nach Hinweisen auf sexuellen Missbrauch war er vom Bistum Ende der 70er Jahre in den Schuldienst versetzt worden, ans Max-Planck-Gymnasium nach Saarlouis. Ich war direkt auch mit ganz vielen Fragen konfrontiert, wie kann sowas eigentlich passieren? Dann passiert der nächste Skandal. Ein Staatsanwalt vernichtet Beweismittel. Der zuständige Staatsanwalt war erfahren. Er war in diesen Sachen auch schon viele Jahre tätig. Und dieser Fehler ist passiert. Noch mehr Bedrohliches passiert. Im Saarland häufen sich Cyberangriffe. Internetseiten des Landes und der Behörden waren zeitweise nicht oder erst verzögert erreichbar. Auch Krankenkassen sind betroffen. Der Zugriff auf die elektronische Patientenakte gestört. Nichts läuft mehr. Anders im Sport. In der Badminton-Bundesliga holt der erste BC Bischmisheim den Meistertitel. Der Mai ist gekommen. Und die Bäume fahren aus, zumindest in St. Ingbert.
Bewegung kommt auch in den Nahverkehr. Bundesweit für nur 49 Euro mit dem Deutschland-Ticket. Das bringt zwar weniger Einnahmen für den Verkehrsbetrieb SAVV, aber dafür über 8000 neue Abonnenten. Ich stelle es mir relativ romantisch mit Bus und Bahn vor. Ich weiß nicht, ob es eintreffen wird, aber so bin ich jetzt tatsächlich schon mit vielen Menschen sehr angenehm in Kontakt gekommen. Nur besser nicht an saarländischen Bahnhöfen. Hier ist die Kriminalität, vor allem Eigentumsdelikte, deutlich gestiegen. Der Hauptbahnhof ist schlicht und ergreifend ein Magnet, insbesondere auch für das Klientel. Magnete sind auch Eisdielen. Allerdings nicht nur für Naschkatzen, sondern auch für die Mafia. Wir durften feststellen, dass Restaurants und Eiscafés von 'Ndrangheta betrieben durchaus neben der Geldwäsche eine andere Aufgabe haben, nämlich die Aufgabe, ein strategischer Stützpunkt zu sein. Offenbar auch das Eiscafé Bell Italia in Saarlouis. Eines der Objekte, die bei der groß angelegten Razzia durchsucht werden. Europaweit werden 150 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Unterdessen Ehrung der Saarlandbrigade für ihren Einsatz im Sudan. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs zwischen sudanesischen Streitkräften und Paramilitär organisiert sie die Evakuierung deutscher und anderer EU-Bürger vom Flughafen in Khartoum. Über 500 Menschen werden ausgeflogen. Einige haben auch berichtet, dass sie sich lange nicht getraut haben, zu uns zu kommen, wie beispielsweise die letzte Familie, die wir noch ausgeflogen haben. Ja, für die Menschen vor Ort war das in der Tat bedrohlich. Im Saarland steigt unterdessen die Zahl der Flüchtlinge, vor allem aus Afghanistan und Syrien. Die ersten ziehen ins neue Containerdorf in Ensdorf. Das soll die Kommunen und die zentrale Aufnahmestelle in Lebach entlasten. Hier wurden gerade erst 2 Wohnblöcke eingeweiht, die alte Bauten ersetzen. Viele Kommunen schlagen Alarm. Die als Ausgleich gedachten Bundesmittel reichten nicht. Der Bund soll die Kosten für Unterbringung und Integration übernehmen. Wir haben jetzt schon 2.900 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in unseren Schulen. Dafür brauchen wir rein rechnerisch über 100 neue Klassenräume. Wir brauchen zusätzliche Betreuungsplätze. Wir brauchen auch Lösungsansätze, die eine dauerhafte Finanzierung darstellen. Doch ein Flüchtlingsgipfel in Berlin bringt zunächst keine Lösung. Erst Monate später einigen sich Kanzler und Länderchefs auf eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von 7.500 Euro pro Flüchtling vom Bund. Action und nicht zu viel Blabla. Die gab's auch, etwa auf dem Perspektivfestival. Das letzte Mal mit der langjährigen Festivalleiterin Sylvie Amar. Action. In der Völklinger Hütte beim 150-jährigen Gründungsjubiläum. Action. Und bei zahlreichen Sportevents für groß und klein. Ich gebe einfach Gas. Das taten auch die Elversberger mit Trainer Horst Steffen. Grandiose Leistung und Aufstieg in die zweite Liga. Im Juni geht es heiß her. Es kommt sogar zum Flächenbrand bei Wiebelskirchen. Für andere ist es richtig schönes, warmes Wetter. Das Saarland ist in diesem Monat tatsächlich die sonnigste und wärmste Region Deutschlands. 20 Grad hat das Wasser, da gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Sache. Wasser wird in Lothringen bereits wieder knapp und auch sonst wird's in Frankreich brenzlig. In vielen Orten kommt es zu Krawallen, nachdem ein Polizist in Paris einen Jugendlichen bei einer Kontrolle erschießt. Auch in Forbach gibt es Schäden am Rathaus. Es ist schrecklich, es ist nicht wie früher, alles ist anders, die Welt ist verrückt geworden. Auch international, Krisenmodus. Die NATO startet mit Air Defender, das größte Luftwaffenmanöver ihrer Geschichte. Auch über dem Saarland liegt einer der Übungsräume zur Landesverteidigung. Weniger Angst sollte dagegen das Heizungsgesetz nach seiner Entschärfung machen.
Immobilienbesitzer bekommen mehr Zeit, klimafreundliche Heizungen einzubauen, wenn ihre alte Öl- oder Gasheizung kaputt geht. Zuerst müssen die Kommunen eigene Wärmeplanungen vorlegen. Für den Wärmebereich haben wir jetzt einen ersten Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht. Das geht zu langsam, hätte alles früher passieren müssen. Trotzdem, im Saarland immer noch aufgeheizte Stimmung. Das ist Scholzer Murks. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das verunsichert die Menschen. Was mir missfällt, liebe Opposition, ist, dass man aus diesen Ängsten dann am Ende eine Kampagne macht. Wenn zwei oder im Bund drei Parteien sich streiten, dann freut sich die AfD. In Thüringen wird erstmals überhaupt ein AfD-Politiker Landrat. Deutschlandweit ist die Partei auf Umfrage-Höhenflug. Im Grunde genommen muss man sich wundern, wenn man mit den Leuten spricht, dass es wirklich nur 19% sind. Also ich persönlich jedenfalls stelle schon in den letzten Monaten fest, dass immer mehr Leute sich auch offen für die AfD aussprechen. Es gibt so einiges zu kitten. Nicht nur bei den Renovierungsarbeiten in der Saarbrücker Ludwigskirche, sondern in der Gesellschaft. Denn Wut und Hass wächst. Beispiel Amateurfußball. Mein persönlicher Eindruck ist der, dass in den letzten Jahren durchaus eine Steigerung von Gewaltexzessen festzustellen war. So beim FC Fitten. Dort wird der Schiedsrichter von Spielern niedergeschlagen, nachdem er die rote Karte gezeigt hat. Der Fußballverband schließt einen Spieler aus dem Verband aus und verhängt monatelange Sperren. Der Verein meldet sich ab. Gut, dass der Sport auch im Juni noch Höhepunkte bringt. Die Special Olympics World Games. Ich freue mich, dass ich hier sein darf in Berlin. Und die drei saarländischen Teilnehmer bringen sogar 4 Medaillen mit nach Hause. Im Juli geht's auf zahlreichen Festivals so richtig rund. Und hoch hinauf. Das hat so viel Spaß gemacht. Genauso die Hingucker beim Sport. Der deutsche Jugendmeister Daniel Musichidis gewinnt bei den deutschen Meisterschaften im Turnen 2-mal Gold. Das Rowe-Team aus St. Ingbert siegt beim 24-Stunden-Rennen in Spa. Und die zwei Saarbrücker Lukas Mientos und Adrian Dagny stürmen zum Weltmeistertitel im Kickboxen. In Freisen-Asweiler stürmt eine Fallböe und beschädigt massiv die Häuser. Einige werden unbewohnbar. Zum Glück wird niemand verletzt. Unser Hänger, der hinterm Haus steht, hat in der Bach gelegen. Die Terrassenmöbel hinterm Haus sind alle vors Haus geflogen, waren neu, alle kaputt. Es ist schon spürbar, dass diese Großschadensereignisse in den letzten Jahren zugenommen haben. Auch das Fischsterben am Homburger Erbach, verursacht offenbar von starkem Regen. Durch eine Hochwasserwelle sei der Sauerstoffgehalt im Wasser gesunken, so das Landesamt für Umweltschutz. Giftstoffe seien keine entdeckt worden, obwohl der Bach regelmäßig schäumt. Zeit für ein saarländisches Klimaschutzgesetz. Das wird im Landtag verabschiedet. Das Ziel: 55% weniger CO2-Ausstoß bis 2030. Das Ziel für die CO2-Reduktion ist unter dem von der Bundesregierung. Und das ist halt nicht sehr sinnvoll, weil wenn halt einzelne Bundesländer dieses Ziel selbst nicht erreichen, dann ist es halt auch schwer, auf der Bundesebene dieses Ziel umzusetzen. Dann beginnen die Sommerferien. Nach Corona hat sich die Tourismusbranche erholt. Doch Pauschalreisen sind, wie so vieles, deutlich teurer geworden. Es gibt schon einige, die enttäuscht sind und dann auch wirklich sagen, okay, naja, eigentlich wollten wir 10 Tage weg, aber dann muss wohl eine Woche doch genügen dieses Jahr. Wer nach Rhodos fliegt, kann die Auswirkungen des Klimawandels live miterleben und kommt mit bleibenden Eindrücken zurück. Die Löschhubschrauber sind unmittelbar über uns die Köpfe
um die Brände zu löschen und die Rauchwolke schwarz wie die Nacht. Wir sind mit Flipflops, mit einem T-Shirt, mit der Strandtasche nur gelaufen. Mindestens 14 Kilometer, mindestens. Nicht so beängstigend, aber immer noch gefährlich. Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird in Saarbrücken gefunden und entschärft. Doch es gibt weitere tickende Zeitbomben. Während Bund und Länder sich noch auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform einigen, meldet das erste Krankenhaus im Saarland Insolvenz an, das Merziger SHG-Klinikum. Wie alle Kliniken kämpft auch das Klinikum Merzig mit den Folgen der Pandemie, der Kostensteigerungen infolge der Ukraine-Krise, aber auch mit der Inflation. Dank des Schutzschirmverfahrens kann der Betrieb weiterlaufen. Doch die Geburtshilfe muss schließen und die stationäre Psychiatrie wird nach Völklingen verlagert. Die Krankenhausgesellschaft schätzt, dass 20% aller saarländischen Kliniken insolvenzgefährdet sind. Meine Befürchtung ist, dass Merzig nicht das letzte Krankenhaus sein wird, das in eine solche Notlage geraten ist. Der August bringt weiter. Huddel. Der Wohnungsbau im Saarland ist fast um die Hälfte eingebrochen, wegen gestiegener Zinsen und verteuerter Baumaterialien. Das belastet auch die öffentlichen Kassen. So investieren die Landkreise für die Sanierung der Schulen zwar mehr Geld, bekommen dafür aber nicht mehr. Das liegt zu einem großen Teil natürlich auch an der Baupreisexplosion, die wir feststellen müssen, leider. Der Innenminister macht es vor. Es muss alles eine Nummer kleiner gehen, um wieder voll in Fahrt zu kommen. Klein, aber oho, die World Championship Series in Obertal. Das größte Tischfußballturnier weltweit. Eine Mini-WM gab's auch für die Frauenfußballnationalmannschaft mit minimalem Publikumsinteresse. Allgemein denke ich, dass es durch die aktuelle Lage halt auch einfach wichtigere Themen gibt. Sicher. In Saarbrücken müssen die ersten familiengeführten Traditionsbäckereien Insolvenz anmelden. Wegen hoher Energiekosten und Personalmangel. Fällt heute aus. Ausfälle wegen fehlenden Personals und hohen Krankenstands auch bei Bahn, Saarbahn und Bus. In Saarbrücken fallen täglich bis zu 60 Busverbindungen aus. Kommendes Jahr soll alles besser werden. Wir haben verabredet, dass wir die nächsten 9 bis 12 Monate im Rahmen der Qualitätsoffensive erstens dranbleiben, dass wir über Bedarf rekrutieren werden, um in 24 erstmal Ruhe in das System zu bekommen. Personalprobleme, diesmal qualitativ, auch beim Glasfaserausbau für schnelles Internet. Immer wieder werden Gehwege, Telefon- und Wasserleitungen beschädigt oder Baustellen nicht fachgerecht geschlossen. Unter aller Kanone, entgegen der deutschen Baukunst, das geht so nicht weiter, das ist nicht zumutbar. Absolut nicht zumutbar auch die Sommerbilanz. Sehr verregnet. Gewittrig. Regen. Total unbeständig. Und das hat Konsequenzen. Die Freibadsaison fällt teils ins Wasser. Auf den Campingplätzen wird geflucht oder storniert. Veranstaltungen werden abgesagt oder auch mal vom Starkregen überrascht. Kaum zu glauben, weltweit war es der heißeste Sommer seit Beginn der Messungen. Es ist das 35. Jahr in Folge, dass der Sommer bei uns im Saarland tatsächlich zu warm ausgefallen ist. Das heißt also, die einzelnen Tage, die wir zwischendurch in diesem Sommer als zu kühl empfunden haben, es waren wirklich nur einzelne Tage. Mit dem Klimawandel kommen invasive Arten und bedrohen das ökologische Gleichgewicht. An der Prims, der rote amerikanische Sumpfkrebs. Im Regionalverband Saarbrücken sind erstmals asiatische Tigermücken nachgewiesen worden. Und in zahlreichen Flüssen und Bächen die Schwarzmundgrundel, die Eier anderer Fischarten frisst. Zumindest hat der Regen auch positive Seiten für die Natur. Mein Rasen war noch nie so schön im August wie dieses Jahr. Um den öffentlichen Rasen an der Saar kümmert sich der Gärtner des Encore-Festivals.
September. Wenig Wolken am Himmel und die deutschen Meisterschaften im Fallschirmspringen. Im Gewinnerteam die Saarländerin Sarah Mertes. Ist immer wieder ein Stück Freiheit. Grenzenlose Freiheit, auch bei Andreas Waschburger. Der saarländische Polizeikommissar schwimmt durch den Ärmelkanal und knackt den Weltrekord. Von Geschwindigkeitsrekorden lässt sich auf saarländischen Straßen nur träumen. Die angestrebte Verkehrswende geht in die falsche Richtung. Die Pkw-Dichte steigt seit Jahren auf einen neuen Höchstwert. Ich habe das Gefühl, dass wir ständig eigentlich im Stau stehen und dass das früher unbedingt nicht der Fall war. Ja, früher war alles besser. Zu sehen auf der Ausstellung Auto Unser im Historischen Museum. Früher fuhren noch Oberleitungsbusse, die jetzt für die Verkehrswende mit Förderung des Verkehrsministeriums wieder entwickelt werden. Und früher wurden Schüler noch nicht in Containern unterrichtet. Die Ferien sind vorbei. Es geht zurück zur Baustelle Schule. Viele Schulgebäude sind marode oder müssen für die Ganztagsbetreuung der Grundschüler vergrößert werden. Ebenfalls mit Förderung des Landes. Klar ist auch, damit wird natürlich nicht, wenn nicht die Gesamtkosten des Schulbaus abgedeckt. Und auch der Lehrerbedarf ist immer noch nicht abgedeckt, trotz zusätzlich geschaffener Stellen. Es fallen auch sehr oft ganz viele Stunden aus. Auf jeden Fall ist es gar nicht schön. Das System ist auf Kante genäht und da muss sich dringend was ändern. Personalmangel ebenfalls bei Hausärzten. Es gibt zu wenige im Saarland. Einige Regionen sind schon unterversorgt und gut 20% gehen bald in Rente. Auch die Fachärzte schlagen Alarm. Behandlungskapazitäten sind knapp und viele verfallen, weil Patienten nicht zu verabredeten Terminen erscheinen. Wir sprechen ja hier von 10-15% Terminen, die nicht mehr wahrgenommen werden. Das schlägt natürlich bei den aktuellen Kosten voll auf die wirtschaftliche Ertragskraft der Praxis durch und das können wir uns heute nicht mehr leisten. Die Ersten greifen zur Selbsthilfe, verlangen 50 Euro Pfand von Patienten, die zweimal den Termin sausen lassen, ohne abzusagen. Und schon wieder Alarm. Die Neonazi-Gruppe Hammerskins wird verboten. Bei Razzien in 10 Bundesländern werden Beweismittel sichergestellt. Die Dillinger Hate Bar war Treffpunkt der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuften Szene. So viele Nachrichten machen nervös. Auch den Preisträger der St. Ingberter Pfanne, Andreas Langsch. Neue Push-Mitteilung, neue News. Die ich lesen muss. Relax, durchatmen. Der Oktober bringt tolle Kürbisse und toffe Hüte. Toff, was ist ein Toff, das weiß ich nicht. Gut angezogen. Das ist ein toffer Hut. Ah. Ein altbekanntes Gemüse kommt groß in Mode. Zwiebellook. Besser warm anziehen. Auch auf die Landesregierung kommt so einiges zu. Jetzt kommt das dicke Ende der Inflation für die öffentlichen Haushalte. Die Kostensteigerungen holen den Staat nun überall ein. Außerdem gibt's enormen Sanierungsstau. Gut die Hälfte der saarländischen Ministerien sind nicht mehr in landeseigenen Gebäuden, sondern in gemieteten Ausweichquartieren untergebracht. Das kostet jedes Jahr mehrere Millionen Euro. Das hätte eigentlich in dieser Form gar nicht sein brauchen, hätte man rechtzeitig sich um dringend erforderliche Instandhaltung gekümmert. Auch sonst fällt gerade so einiges auseinander. Beim Getriebebauer ZF in Saarbrücken trübe Aussichten. Das Management spielt Szenarien für Jobabbau durch. Im Homburger Michelin-Werk Überlegungen, sich aus der Produktion von Lkw-Reifen zurückzuziehen. Kurz darauf steht fest, über 800 Arbeitsplätze fallen weg. Ja, das ist natürlich ein Kahlschlag, wie ein Schlag ins Genick. Bei Ford große Enttäuschung.
Der letzte Investor sei abgesprungen. Aber dann gehen doch Gespräche weiter. Ich denke, es ist jetzt aber auch wichtig, keine Hoffnung zu schnüren, die wir nicht einlösen können. Man kommt sich sehr verarscht vor. In Berlin fällt die Linke auseinander. Thomas Lutze, ihr saarländischer Bundestagsabgeordneter, wechselt zur SPD. In der zerstrittenen Fraktion sei es unmöglich, noch Politik zu machen. Wenn nicht ein Wunder passiert, wird es in wenigen Wochen keine Linksfraktion im Deutschen Bundestag mehr geben. Es passiert kein Wunder. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht wird eine eigene Partei gründen. Nach den bisherigen Äußerungen der Protagonisten scheint man so eine Art von linkem Nationalismus vertreten zu wollen. Wie das ganz genau sich im politischen Spektrum zu verorten lässt, das weiß man noch nicht genau. Und es hängt auch davon ab, ob das Ziel gelingt, zum Beispiel auch Protestwähler von ganz rechtsextrem abzuziehen. Am Oberlandesgericht Koblenz endet der Prozess um den Brandanschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis, bei dem Samuel Yeboah 1991 starb. Die Richter verurteilen Peter S., damals Mitglied der Skinhead-Szene, zu 6 Jahren und 10 Monaten Haft. Es sei erwiesen, dass der Angeklagte aus Fremdenhass, aus nationalsozialistischen Motiven, aus Ausländerhass hier gehandelt haben soll. Die Verteidigung geht in Revision. Kurz darauf erhebt die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen weiteren Neonazi. Wer hinschaut, kann aus Geschichte lernen. Zu sehen in der Völklinger Hütte. Die erste jemals gezeigte Gesamtschau des deutschen Films. Ein Déjà-vu in mehrfacher Hinsicht. Der Bundespräsident kommt zur Eröffnung erneut nach Völklingen. Ein Schock in der Landeshauptstadt. Der 5-jährige Mathis verschwindet vom Spielplatz an der Saar unterhalb des Staatstheaters. Tagelang suchen viele freiwillige Helfer nach dem Jungen. Schließlich wird der Tod aus der Saar geborgen. Trauer und Fassungslosigkeit, auch angesichts dessen, was international passiert. Die Hamas greift Israel an, tötet an die 1200 Zivilisten und verschleppt Geiseln. In Saarbrücken gibt es einen Schweigemarsch. Der Polizeischutz der Synagoge wird verstärkt. Unsere Menschen haben auch Angst, Angst für ihre Kinder. Und die Situation ist nicht mehr die, die sie war. Dann schlägt Israel mit aller Härte zurück. Der Konflikt überträgt sich nach Deutschland. Antisemitismus kommt auf, auch auf Pro-Palästina-Demos. Im Saarland gibt es einige Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung. Die Demonstrationen bleiben aber friedlich. Im November ist es weiter nass. Nach dem abgebrochenen Spiel gegen Dresden wird alles dran gesetzt, den Rasen des Ludwig-Park-Stadions wieder trocken zu bekommen. Dafür haben wir jetzt weiteres Gerät auch angeschafft, einen sogenannten Handerifizierer. Dieses Ding hier. Und schon rockt der erste FC Saarbrücken das Spiel gegen Bayern München. Der Tabellen-15. Der dritten Liga kegelt den Rekordmeister aus dem DFB-Pokal. Nicht so geil für die Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht erklärt es als unzulässig, Kredite, die für Corona-Folgen aufgenommen wurden, umzuwidmen und für Klimaschutz und Wirtschaft zu verwenden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro. Eine riesige Lücke klafft auf einmal im Haushalt. Niemand kann spontan abschätzen, welche Auswirkungen das für zugesagte Fördermittel für Energie- und Klimaprojekte auch im Saarland haben wird. Die Landesregierung ist alarmiert. Es geht um die Zukunft der Stahlindustrie. Es geht um Wolfspeed. Es geht um die Wasserstoffinfrastruktur. Und es geht um noch viel mehr. Ein klarer deutscher Hauptsatz. Die Zusagen müssen gelten. Punkt. Beim Treffen der Wirtschaftsminister in Berlin verspricht Robert Habeck, dass geplante Projekte umgesetzt werden sollen. Doch im Haushalt für 2024 klaffen noch Milliardenlöcher. Und eine zweite Frage steht im Raum. Ist der saarländische Transformationsfonds auch verfassungswidrig? Einige Experten sehen das so. Die SPD will trotzdem daran festhalten. Die CDU überlegt zu klagen.
das Geschäftsmodell der SPD, ein Jahr lang Notlage erklären und 10 Jahre lang Kredite aufnehmen, das hat sich erübrigt. Eieiei, eine ganz schöne Schlitterpartie, bei der niemand genau weiß, wie sie enden wird. Für einen denkmalgeschützten Flugzeughangar aus den 1940er Jahren in Eiweiler endete es mit dem Abriss. Als dann bekannt wird, dass das Finanzministerium auch den Abriss des denkmalgeschützten Finanzamtsgebäudes beantragt hat, beginnt eine Diskussion um Denkmalschutz. Das Land hat Vorbildfunktion. Das heißt, das, was wir von Privaten fordern, muss das Land erst recht einhalten. Wenn das Land jetzt dazu übergeht, in reihenweise historisches, wertvoll, äußerst wertvolle Bausubstanz dem Abrisspreis zu geben, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den gesamten Denkmalschutz im Land. Am Saarbrücker Landgericht endet unterdessen erneut ein Prozess. Der 18-Jährige, der in Schiffweiler seinen Kumpel erschossen hat, nachdem sie am Computer Ballerspiele gespielt hatten, wird zu 8 Jahren Haft verurteilt wegen Totschlags. Dass die Tat ein Unfall gewesen sei, glauben die Richter nicht, aufgrund des Berichts eines Augenzeugen. Auch wenn das Motiv nicht feststellbar war. Der Verteidiger kündigt Revision an. Dezember. Leise rieselt der Schnee. Laut erschallt der Warnstreik der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Landes. Der Winterdienst läuft deshalb eingeschränkt. Warum sollen denn die Länderbeschäftigten schlechter bezahlt werden wie alle anderen? Ins Rutschen kommen da nicht nur Autos, sondern gleich ein ganzer Hang in Wiebelskirchen. Offenbar wegen unsachgemäßer Vorbereitungsarbeiten für eine Wohnbebauung oberhalb. Der Hang war vorher ungefähr bis dahin. Der kommt jedes Jahr näher. Näher kommt allmählich auch Weihnachten. Man spürt ja überall schon die Vorfreude. Und die Nachfreude beim DFB-Pokal Saarbrücken-Frankfurt. Das war super. Le, le, le. Blau, schwarz, ole. Blau, schwarz, ole, ole, ole. Es läuft. Auch in der Stahlindustrie. Nach langer Zitterpartie kommt Bundeswirtschaftsminister Habeck mit guten Nachrichten zu den Beschäftigten von Dillinger und Saarstahl in Völklingen. Er sagt es zu. Er sagt es zu und deswegen. Der Bund bestätigt 2,6 Milliarden Euro für den Umbau zur grünen Stahlproduktion. Ein Tag, der Mut macht und ein Tag, der einen langen und intensiven Prozess so weit zu einem vorläufigen Abschluss bringen kann, dass wir sagen können, der Stahl in Saarland wird in Zukunft grün produziert werden. Herzlichen Dank für diese erlösenden Worte für unsere Zukunft an der Saar. Wellen schlägt die Ausstellungsabsage der südafrikanisch-jüdischen Videokünstlerin Candice Bryce im Saarlandmuseum. Sie distanziere sich nicht eindeutig vom Terror der Hamas. Dies erweist sich als haltlos. Es wurde keine Prüfung der Fakten vorgenommen, es wurde keine anständige Kommunikation gemacht und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Ein Stück ärmer wird auch die saarländische Bergmannstradition. Die Kaffeekisch-Felsen wird geschlossen. Die RAG hatte das Gebäude an einen Investor verkauft, der es anders nutzen will. Meine ganze Familie waren Bergmänner und dass das jetzt hier soll wirklich das Ende sein, das ist schlimm. Ist dann die letzte Kaffeekisch hier im Saarland? Ist eigentlich traurig, ja. Traurig, aber es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Auch vom Jahr 2023. Glück auf und goodbye. Bye.